Auf dem Dach der Goetheschule ist sie weithin sichtbar, eine der Antennen des Ortsverbandes der Funkamateure in Lebenstedt. H33, so heißt dieser Bereich in Niedersachsen, in dem die rund 80 Mitglieder aktiv sind. Von den Funkamateuren konsequent als Hotel 33 bezeichnet, denn in ihrer Sprache wird H als Hotel buchstabiert. Im ehemaligen Fahrradkeller der Schule befindet sich das Vereinsheim des Ortsverbandes, der genau vor 50 Jahren gegründet wurde. Normalerweise finden hier mehrmals im Monat die Treffen statt. Gründungsmitglieder, Funkamateure und Gäste von anderen befreundeten Ortsverbänden waren am 24. September gekommen, unter anderem auch aus Braunschweig und Wolfenbüttel. Im Raum, in dem sich die Funkstationen für Kurzwelle und UKW befinden, tauschten sich die Technikfreunde untereinander aus. Auch an diesem Tag ging das Clubrufzeichen DL0RL aus dem Verbandsheim in die Welt. Morsetelegrafie ist eine der Betriebsarten auch von modernen Funkgeräten. Diese Technik erlaubt, große Reichweiten mit wenig Leistung zu realisieren. Kurze und lange Striche können mit diesem Gerät halbautomatisch erzeugt werden. Jede Funkverbindung wird in einem Logbuch festgehalten und gegebenenfalls durch sogenannte QSL-Karten bestätigt. Gast Uwe Hermanns vom Ortsverband H21 aus Salzgitterbad ist ein Fan der Morsetelegrafie. Diese Zeichen bedeuten DL0RL, das Rufzeichen der Clubstation. Uwe Hermanns macht eine typische Handbewegung. Er wählt eine Frequenz, hier zum Beispiel im 20 Meter Amateurband. Zum Jubiläum gibt es auch eine kleine Ausstellung mit einem Rückblick auf technische Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte. Rolf Medler, Vereinsmitglied seit 1966, erklärt die Geräte. Es beginnt bei dem Tornisterempfänger Bertha aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Blick in das Innenleben zeigt die Röhrentechnik. Eine Kuriosität ist diese Kombination, ein alter englischer Kopfhörer an einem deutschen Wehrmachtsgerät. Das stammt also vom bösen Feind, aber das spielte nachher keine Rolle mehr. Denn auf dem Markt nach dem Krieg nahm jeder das, was er bekommen konnte. Aus dem Industriebereich erhalten ist das UKW-Sprechfunkgerät der 60er Jahre. Heute nutzt man die moderne SDR-Technik, softwareunterstützte Funktechnik. Hier ein Einsteiger-Selbstbausatz. Der Funkmessplatz dient heute der Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur von Geräten. Wolfgang Karl, aktueller Vorsitzender des Ortsverbandes H33, begrüßte die Gäste zu einer Reise in die Vergangenheit. Zunächst berichtete Gründungsmitglied Dr. Eckhard Viel aus den Anfangstagen des Vereins. Ein wichtiges Dokument ist für die Funkamateure ihre Lizenz, hier aus dem Jahr 1957. Und da kam eine Kiste. Dr. Eckhard Viel referierte auch für den erkrankten Franz Peikert über dessen Zeit als erster Ortsverbandsvorsitzender. In seine Zeit fielen die ersten Fuchsjagden. Dabei werden kleine Sender in der Umgebung von Salzgitter versteckt, die dann per Funkpeilung von den sogenannten Jägern gefunden werden müssen. Unter dem nächsten Vorsitzenden, Klaus Otte, wurde diese Tradition fortgesetzt und ausgebaut. Darüber hinaus organisierte er Ausstellungen, Vorträge, Conteste und zahlreiche Besichtigungsfahrten. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Außerdem wurde das OV-Heim ausgebaut. Nach Klaus Otte führte Dieter Steffens mehr als 10 Jahre die Geschicke des Vereins und vollendete den Ausbau des OV-Heims. Nach der Grenzöffnung 1989 organisierte er eine Busfahrt zu den Funkfreunden in Gotha, Thüringen, der Partnerstadt von Salzgitter. Ein Gegenbesuch fand 1991 statt. 1992 beteiligte sich H33 am 50-jährigen Jubiläum der Stadt Salzgitter mit einer großen Präsentation im Kaufhaus Hertie. Weiterhin war eine Delegation der Funkamateure aus Swinden in Salzgitter zu Gast. In diese Zeit fällt auch die Errichtung eines 70 cm Umsetzers auf dem Schäferstuhl. Ja, es
Nachfolger war Günther Ordner, der aus dem Bereich CB-Funk kam. Der Lehrgänge im Haus der Familie beim Hans angeboten hat und dann gesagt, da geht. Klaus Friedrich, der Technikreferent des Vereins, gab anschließend einen Überblick über die Aktivitäten im Bereich Ausbildung. So betreibt er die Jugendarbeit an Schulen, zum Beispiel in der Wilhelm-Busch-Realschule in Bockenem oder der Innerstetal-Schule in Bad Deckenstedt. Auch mit anderen, wie man gleich sehen wird, mit anderen Sachen, die wir da machen. Abschließend blickte der aktuelle Vorsitzende Wolfgang Karl auf seine Tätigkeit zurück und dankte den Beteiligten am Jubiläum für ihren Einsatz. Der wahrscheinlich bekannteste Funkamateur aus Salzgitter, Pfarrer Johannes Schmielus, würdigte das Jubiläum als besonderes Geschenk. Der Distriktvorsitzende für Niedersachsen, Thomas von Grote, überbrachte ebenfalls Glückwünsche. Was wünscht sich ein solch aktiver Verein für die Zukunft? Für die Zukunft unseres Vereins wünsche ich mir etwas mehr Zulauf, vielleicht ein paar Mitglieder wieder dazu gewinnen und dass es einfach so kameradschaftlich so gut weitergeht wie bisher. Weitere Informationen zum Thema finden sich auf der Webseite des Deutschen Amateurradioclubs DARC.